Es gibt eine Fülle von Studien, die mit CAR-T-Zell-Produkten jetzt beim Multiple Myelom berichtet werden. Die größte Studie ist sicher die sogenannte KARMA-Studie, bei der 140 Patienten mit BCMA-CAR-T-Zellen behandelt worden sind. Überwiegend massiv vorbehandelte Patienten. Fast alle hatten eine autologe Stammzelltransplantation. Fast alle waren mit Daratumumab behandelt. Ein Großteil war refraktär, also sprach nicht mehr auf eine Therapie mit Lenalidomid, Revlimid, Bortezomib, Velcade und auch Daratumumab an. Fast ein Viertel waren auf alle verfügbaren Medikamente sozusagen refraktär, also kein Ansprechen mehr erreichbar. Und trotzdem waren in dieser Studie in der höchsten Dosisstufe der CAR-T-Zellen ein Ansprechen von über 80%, komplette Remission von fast 40% und in der höchsten Dosisstufe ein anhaltendes krankheitsfreies Intervall ohne irgendeine weitere Therapie von fast 12 Monaten zu erreichen. Und bei den Patienten, die besonders gut angesprochen hatten, eine komplette Remission erreicht hatten, war das die erkrankungsfreie Zeit ohne irgendeine Therapie 20 Monate. Und aus eigenen Erfahrungen kann man sagen, dass die überwiegende Zahl der Patienten, wenn sie sozusagen die Klinik dann verlassen haben, auch für diese Zeit eine sehr, sehr gute Lebensqualität haben, weil sie eben keine weitere Therapie in dieser Zeit benötigen. Das sind sicher die Daten, die auch dazu führen werden, dass dieses Produkt, das nennt sich jetzt IDCell, dass es dann wahrscheinlich auch im Anfang nächsten Jahres für die Behandlung von fortgeschrittenen Myelompatienten außerhalb von Studien dann auch verfügbar sein wird, das heißt zugelassen wird. Weitere interessante Daten gibt es aus der CARTITUDE-Studie. Das ist ein anderes CAR-T-Zell-Produkt, das zwei Bindungsstellen für das BCMA-Molekül aufweist, daher möglicherweise sogar noch ein bisschen wirksamer noch ist als IDCell. Die Ansprechrate war bei ähnlich stark vorbehandelten Patienten auch etwas höher, 100% Ansprechrate, 66% komplette Remissionen. Die Nachverfolgungszeit war bisher noch relativ kurz, sodass wir nicht so genau wissen, wie lange das anhält, aber nach 9 Monaten war noch die überwiegende Zahl der Patienten in Remission, sodass wir auch davon ausgehen, dass wir hier eben auch eine entsprechend lange progressionsfreie Zeit erzielen kann. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von neuen Ansätzen, wie man vor allem die Persistenz, also das Verbleiben dieser CAR-T-Zellen im Körper des Patienten verbessern kann und damit hoffentlich natürlich auch die Wirksamkeit verbessern kann. Da gibt es Produkte, die heißen OrvaCell, die eine bestimmte Zusammensetzung der Lymphozyten im CAR-T-Zell-Produkt aufweisen oder die BB21217-Studie, wo man versucht, CAR-T-Zellen zu generieren, die sehr, sehr lange im Körper eines Patienten verbleiben. Also zwei Ansätze, um die Wirksamkeit zu erhöhen, durch ein längeres Verbleiben der Zellen im Körper des Patienten und schließlich auch ein Ansatz, bei dem man sogenannte Gamma-Sekretase-Inhibitoren einsetzt und damit das Zielmolekül, also die Zielstruktur auf der Tumorzelle, noch stärker zur Darstellung bringt, damit die CAR-T-Zellen noch wirksamer sind, als sie jetzt schon sind. Und auch hier, glaube ich, wird die Zukunft neue und noch bessere Ergebnisse bringen, als wir sie jetzt schon mit den CAR-T-Zellen erreichen. Also das Interessante ist, und da unterscheiden sich die CAR-T-Zellen bei Multiple Myelom, auch bei denen, die man bei der ALL oder beim Lymphom im Einsatz hat, dass also die Nebenwirkungen nicht so schwer sind. Die überwiegende Zahl der Patienten braucht eigentlich relativ wenig zusätzliche Behandlung nach der CAR-T-Zell-Infusion. Man gibt meistens fiebersenkende Medikamente, man gibt einen niedrig dosierten Sauerstoff. Man gibt zum Teil Flüssigkeit und nur wenige Patienten brauchen wirklich
Medikamente, die dann diesen die Entzündungsreaktion, die durch diese KT-Zellen ausgelöst wird, unterdrücken können. Also von daher ist es in der Durchführung bisher relativ sicher gewesen. Nur etwa 6% der Patienten haben wirklich schwere Nebenwirkungen. Was man auch sagen kann, ist natürlich, dass die Wirksamkeit sehr hoch ist. Man hat mit keiner anderen Therapie bisher bei so fortgeschrittenen Patienten auch nur in annähernd diese Therapieergebnisse erreicht. Allerdings muss man davon ausgehen, dass das Produkt sicher auch teuer sein wird. Und man muss sicher sehen, wie die nationalen Gesundheitssysteme letztendlich dann mit der Zulassung und der, dem Bezahlen oder der Bezahlung für dieses teure Medikament dann umgehen werden. Ich gehe aber davon aus, dass nachdem auch beim Lymphom und bei der ALL die Behandlung ja finanziert wird von den Krankenkassen, zumindest in Deutschland und auch in Österreich oder in der Schweiz, dass das entsprechend fürs Myelom dann auch im Jahre 2021 zutreffen wird. Ja, also hier sind besonders diese neuen, also ich denke, diese Cartitude-Studie wird man sicher im weiteren Verlauf beobachten, wie letztendlich dann das progressionsfreie Überleben, also das erkrankungsfreie Überleben aussehen wird. Man wird sicher diese neuen Produkte, die ich vorher schon diskutiert habe, die mit einem längeren Verbleiben im Körper des Patienten einhergehen oder wo man letztendlich die Zielstruktur auf der Myelomzelle stärker zur Darstellung bringt. Diese Studien werden sicher wichtig sein und man kann einfach ganz klar nochmal festhalten, die derzeitigen KT-Zell-Therapien sind sozusagen Erst- oder Zweitgenerations-KT-Zellen und die Entwicklung geht weiter. Die Therapien werden noch wirksamer werden, als sie jetzt schon sind und daher sicher ein ganz essentielles Element in der Behandlung des Patienten mit multiplen Myelom in der Zukunft darstellen. Ja, ich denke, was sicher ein Problem sein wird, dass natürlich diese Therapie auf wenige Zentren beschränkt sein wird. Das heißt, diese Zentren müssen entsprechende Möglichkeiten schaffen, um solche Therapien durchzuführen. Das werden möglicherweise sehr viele Myelom-Patienten werden, die eine KT-Zell-Therapie benötigen. Und auf der anderen Seite müssen wir sicher sehen, und das hatte ich ja vorher schon angesprochen, wie unser Gesundheitssystem mit den Kosten einer solchen Therapie dann umgeht. Also insgesamt glaube ich, das, was ich auch zusammenfassend gesagt habe, die KT-Zellen sind eine ganz wichtige neue Behandlungsoption für die Zukunft des Myelompatienten und die Entwicklung geht dramatisch weiter. Die werden laufend besser werden und vielleicht auch schneller in der Herstellung werden. Und daher glaube ich ganz sicher für die Zukunft ein wichtiges Element in der Therapie des multiplen Myeloms darstellen.